man darf auch hier nicht zu schnell bremsen. Stärker bremsen, nicht dabei Gas geben. Oh Gott, das ist definitiv nicht mein Ding hier. Cool. Okay, und du meintest, dass das Projekt im Prinzip noch dazugehört? Ja, genau. Was genau ist das dann? Das ist Floppy Music, also es sind in dem Fall 64 alte Diskettenlaufwerke. Daraus habe ich ein MIDI-Instrument gebaut. Das heißt, man könnte darauf jetzt Musik spielen. Es sind 16 MIDI-Kanäle, jeder Kanal hat 4 Laufwerke, sind alle individuell adressierbar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Taste drücke auf dem Keyboard, nur leicht drücke, spielen die ersten Laufwerke die Note. Wenn ich stärker drauf drücke, spielen mehr Laufwerke diese Note. Ah, also das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz, wenn du die Tasten gleichzeitig drückst sozusagen, dann darf ich, oder? Ja, klar. Oder wie? Genau, Polyphonie funktioniert auch. Man kann mehrere Noten gleichzeitig spielen. Und mit 4 Stufen Anschlagsdynamik. Okay, und da, wo es leuchtet, erkenne ich die Arbeiten sozusagen, oder? Genau. In dem Fall, diese Matrix gibt eine Visualisierung von der Tonhöhe an, von den Noten, die gerade gespielt wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song wiedergebe, da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Das ist jetzt ein voreditierter MIDI-Song mit der Notenverteilung. Wird man jetzt in der Halle wahrscheinlich nicht hören, weil es sehr leise ist. Da habe ich auch Videos aufgenommen, wo das dann wirklich mit Studiomikrofon aufgenommen wurde. Da hört man das ein bisschen besser als hier. Man sieht schon echt wild blinken. Genau, und da sieht man jetzt, dass die Noten auf die verschiedenen Kanäle verteilt sind. Das ist zum Beispiel Kanal 1, 2, 3. Hier sind die ersten 8 Kanäle. Auf der anderen Seite die zweiten 8 Kanäle. Das heißt, in dem Fall habe ich auch die Möglichkeit, Stereo-Editing zu machen. Und halt links was wiederzugeben und rechts was wiederzugeben. Und in den meisten Fällen würde man in so einem Song dann über die Anzahl der Kanäle, die man gleichzeitig nutzt, auch die Lautstärke modulieren. Sprich, die Hauptmelodie würde dann auf mehr Laufwerken gleichzeitig gespielt werden. Hört man das? Doch, wenn man echt nah dran geht, dann hört man das. Und das ist jetzt sozusagen dann, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ein eigenes Projekt oder ist das sozusagen die Musik zu dem? Eigentlich ist es ein eigenständiges Projekt, allerdings interessanterweise verwende ich die gleichen Controller dafür. Also dieser Force Feedback Controller hier an der Seite, der das Lenkrad steuert, ist auch der gleiche, der tatsächlich die Diskettenlaufwerke steuert. Und ich habe nur die Firmware leicht angepasst, aber die Basis ist eigentlich die gleiche. In dem Fall nimmt es dann MIDI-Noten entgegen und sendet die über ein eigenes Protokoll auf einen SPI-Bus, der dann die ganzen Laufwerke adressiert. Und jedes Laufwerk hat einen eigenen kleinen Mikrocontroller. Das ist jetzt einer, der ist sehr auf Kosten optimiert. Ist wirklich nur der Mikrocontroller und ein Spannungsregler drauf. Kostet etwa 3 € oder so dann pro Laufwerk, das zu machen, weil ich brauche den ja 64 Mal und das ist dann einer der größeren Kostenfaktoren neben den Laufwerken selber, die inzwischen leider etwas schwieriger zu bekommen sind. Die meisten Laufwerke habe ich von eBay gekauft oder eben von Leuten, die alte übrig haben und die dann gespendet haben, kostenlos. Aber ich habe etwa das letzte Jahr damit verbracht, jedes günstige Angebot an Laufwerken bei eBay, was mehr als 3 Laufwerke beinhaltete, aufzukaufen, um auf die Menge zu kommen, denn leider sind die inzwischen schon ein bisschen teurer. Viele Leute verlangen dann ja, 10 € bis 30 €, ist eigentlich auch ein fairer Preis für ein funktionierendes Laufwerk. Wenn man aber eine große Menge braucht und der Zustand halbwegs egal ist, dann habe ich auch schon mal in der Kategorie Metallschrott geschaut und ein günstiges Angebot gefunden von Laufwerken, die funktionieren. Arbeitest du tatsächlich komplett alleine an den Projekten? Also sind das wirklich nur deine oder machst du das mit jemandem zusammen? Zum Teil. Also beim Floppy Music System, da hat mir meine Freundin geholfen, die Ansteuerung vom Keyboard und der LED-Matrix zu übernehmen. Die Entwicklung von der Hardware, wie gesagt, ich mache das ganze Floppy Music Zeug schon seit über 10 Jahren jetzt. Das heißt, das ist jetzt so das Ziel der Reise von Floppy Music, ein modulares System zu haben, was ich so weit erweitern kann, wie ich möchte. Das war eigentlich schon immer so ein bisschen der Traum, das so weit zu treiben, dass man halt so viel hat, wie man nur haben kann. Und häufig scheiterte es früher eben an
Geld, weil die ganzen Laufwerke muss man ja irgendwie auch bezahlen. Und deswegen habe ich mir das jetzt ermöglicht, für die Maker Faire ein großes System halt zu bauen. Gibt es da auch Source Code? Für das Floppy Music, da habe ich jetzt bisher den Code noch nicht veröffentlicht. Allerdings habe ich Projekte für ein Arduino zum Beispiel, dass man sich das selber bauen kann mit einem einfachen Arduino. Und dann zum Beispiel bis zu 16 Laufwerke da anzuschließen. Das ist eigentlich auch ein relativ schönes Wochenendprojekt, wenn man Laufwerke übrig hat und damit mal ein bisschen rumspielen möchte. Die Laufwerke müssen nicht modifiziert werden, kann man einfach anschließen. Da gibt es einen Step- und Direction-Pin wie einen Stepper-Motortreiber. Und ja, kann man mit dem Arduino verbinden und ein MIDI-Instrument draus machen. Man muss es nicht direkt so groß aufziehen, wie es jetzt in dem Setup ist. Ich bin erreichbar auf YouTube unter dem Kanal GigaWipf oder eben auf GitHub unter dem Namen UltraWipf. Da sind alle meine Projekte veröffentlicht, unter anderem ein bisschen Floppy Music und auch der Source Code und die Hardware-Design-Files für das Force-Feedback-System.